Hallo ihr Lieben, ich möchte mit euch heute eine süße Kindermütze stricken und zwar im Glitzerlook. Könnt ihr natürlich auch ohne Glitzer stricken. Diesen Glitzerlook erzeugen wir einfach dadurch, indem wir hier so einen Beilaufgarn noch mitnehmen mit so schönen Glitzerpailletten. Und zwar ist das hier von King Cole mit dem Namen Cosmos. Habe ich damals von Woolhouse zur Verfügung gestellt bekommen. Verlinke ich euch unten. Also es gibt es auch noch in anderen Farbkombinationen und durch diese Pailletten wird das Ganze dann halt schön glitzern. Und die Grundwolle, die ich für diese Mütze verwende, ist hier so eine relativ dicke. Die heißt Husky in einem schönen Rosa, 50% Schurwolle, 50% Polyacryl. Und die Beschlauflänge. Steht hier, genau, sind genau 50 Gramm auf 50 Meter. Genau. Und die Mütze wird in einem Halbpatentmuster gestrickt. Ich verwende dazu eine Stricknadel in der Größe Nummer 7. Ich habe mich diesmal für eine Mini, so eine kleine Rundstricknadel entschieden mit 40 cm Länge. Stärke 7. Ihr könnt es aber auch wie immer auf dem Nahtspiel stricken oder mit der Magic Loop Methode, wie ihr am liebsten in Runden strickt. Für diese Mütze, also meine Tochter hat so circa einen Kopfumfang von 50 cm, werde ich 44 Maschen anschlagen. Wenn ihr die Mütze kleiner haben wollt, also sagen wir mal so unter 3-Jährige, würde ich 42 Maschen anschlagen oder ganz kleine 40 Maschen. Wenn ihr ab Größe 56 Kopfumfang, würde ich statt 44 66 Maschen anschlagen. Ich verlinke euch aber unten auch noch ein Video, wie ihr eure passende Mützengröße selber berechnen könnt. Genau, alles was ihr wissen müsst, ist euer Kopfumfang. Und für die heutige Mütze, wie gesagt, schlage ich 44 Maschen an und dann geht's auch schon los. Die Materialien verlinke ich euch natürlich wieder unten in der Infobox. So, und jetzt nehme ich hier das Ganze zweifädig. Das bedeutet, ich nehme gleichzeitig diese und diese Wolle auf die Hand und werde damit jetzt insgesamt diese 44 Maschen anschlagen. Das mache ich mir jetzt ein bisschen Garn beiseite. So. Und beginne jetzt mit einem Maschenanschlag. Indem ich jetzt hier in die Daumenschlinge reingehe, den Faden hole und Mascheanschlag. Also für Anfänger empfehle ich dann natürlich mein Video noch die Grundlagen zum Stricken anzuschauen. Da habe ich eine Playlist gemacht. Heute gehe ich nur auf das Muster ein. So, und jetzt insgesamt, einen habe ich schon drauf, 44 Maschen anschlagen und immer darauf achten, dass beide Fäden hier, also sowohl dieser Glitzerfaden als auch der Grundfaden in Rosa, immer mit drauf sind. Und wenn ich diese 44 Maschen angeschlagen habe, dann sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt meine 44 Maschen angeschlagen und ihr seht, das passt auch wunderbar auf diese 40 cm Rundstricknadel rauf. Und ihr könnt jetzt natürlich gleich beginnen, in Runden zu stricken. Oder ihr schlagt noch zusätzlich eine Masche mehr auf, also dann 45. Und dann könnt ihr hier einen schönen, sauberen Rundenübergang machen, indem ihr jetzt die erste Masche hier auf die rechte Nadel drüber hebt und dann einfach die Masche, also die erste Masche von der anderen Nadel hier rüber zieht und dann habt ihr das Ganze schon zur Runde geschlossen. Genau.
Und dann beginnen wir, die Mütze zu stricken. Und zwar erstmal ein kleines Bündchenmuster, eine Masche rechts, eine Masche links. Und ihr könnt natürlich auch euren runden Anfang hier markieren. Also das ist jetzt eine Masche rechts. Könnt ihr dann einen Maschenmarkierer reinsetzen, dass ihr immer wisst, wo eure Runde beginnt. Und jetzt stricke ich eine Masche rechts, eine Masche links, Faden vor die Arbeit und eine linke Masche stricken. Dann wieder eine Masche rechts. Auch immer gucken, dass ihr beide Fäden habt. Und eine Masche links, dafür Faden vor die Arbeit. Und eine linke Masche stricken. Und so weiter. Eine Masche rechts. Eine Masche links. Das ist unser Bündchenmuster. Und das strickt ihr jetzt wieder bis zum runden Anfang. Immer eine Masche rechts, eine Masche links. So, ich bin gleich wieder am runden Anfang. Meine letzte Masche ist eine linke Masche. Und hier ist wieder mein runden Anfang. Und dieses kleine Rippenmuster stricke ich insgesamt 3 Runden. Also jetzt noch 2. Ich fange wieder an mit einer Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links. Und das mache ich jetzt noch insgesamt, also bis ich 3 Runden habe, also diese Runde noch, wieder bis zum runden Anfang und dann nochmal eine Runde. Und dann beginnen wir mit dem Grundmuster, dem Halbpatent. Ich habe meine 3 Runden, eine Masche rechts, eine Masche links gestrickt, das sind dann 3 cm. Das reicht jetzt für das Bündchen. Und jetzt fangen wir in dem Grundmuster an, dem Halbpatent. Und das besteht auch nur aus 2 Runden, die sich dann immer wiederholen, also super einfach. Und zwar beginnen wir, und eine habe ich hier noch zu stricken. So, hier ist der Rundenanfang. Die erste Runde beginnen wir mit einer Masche rechts und eine Masche mit Umschlag abheben. Also dafür einfach den Faden hier vor die Arbeit nehmen, in die nächste Masche wie zum Linksstricken einstechen und immer darauf achten, beide Fäden drauf zu haben, und ihr hebt das Ganze ab. Dann habt ihr jetzt sozusagen eine Masche mit Umschlag. Die nächste Masche, was hier auch die rechte Masche ist, strickt ihr wieder rechts. Und hier diese linke Masche, Faden nach vorne, wie zum Linksstricken einstechen und abheben. Dann habt ihr Masche plus Umschlag drauf. Eine Masche rechts. Und die nächste Masche, Faden vor die Arbeit, einstechen, wie als würdet ihr die Masche links stricken und abheben. Eine Masche rechts. Ups. Und mit Umschlag abheben. Eine Masche rechts. Und die linke Masche mit Umschlag abheben. So sieht das aus. Und das strickt ihr jetzt bis zum runden Anfang. Eine Masche rechts. Nächste Masche wie zum Linksstricken mit Umschlag abheben. Ich bin wieder am runden Anfang. Meine letzte Masche war eine linke Masche, die ich mit Umschlag abgehoben habe. Und jetzt kommt Runde Nummer 2. Und auch die ist jetzt super einfach. Hier strickt er jetzt nämlich einfach immer eine Masche rechts, eine Masche links. Also die rechte Masche stricken wir rechts. Und die linke Masche, das ist ja jetzt diese Doppeltmasche, also die Masche mit dem Umschlag, stricken wir links. Faden vor die Arbeit und als linke Masche abstricken. Ich zeige es euch gleich nochmal. Und die rechte Masche stricke ich rechts. Und die linke Masche, was ja die Masche ist mit dem Umschlag, also eine Doppelmasche, da stricke ich den Umschlag zusammen mit der Masche links ab. So,
dass ich hier wieder eine einzelne Masche habe. Und das auch immer im Wechsel. Eine Masche rechts. Und hier diese linke Masche mit dem Umschlag links stricken. Eine Masche rechts. Und die linke Masche mit dem Umschlag links abstricken. Und auch das wieder bis zum runden Anfang. Ich bin gleich wieder am runden Anfang. Die letzte Masche ist dann noch diese linke Masche. So, und diese zwei Runden, die wechseln sich jetzt einfach immer ab. Also jetzt kommt wieder Runde Nummer 1. Da stricken wir wieder eine Masche rechts. Und die linke Masche heben wir mit Umschlag ab. Also Faden vor die Arbeit und abheben. Eine Masche rechts und die linke Masche mit Umschlag abheben, eine Masche rechts und die linke Masche mit Umschlag abheben. Runde Nummer 1 bis zum Anfang wieder, ich zeige es euch noch einmal. Und wenn ihr dann eure Runde 1 fertig habt, kommt wieder Runde Nummer 2. Und hier stricken wir wieder einfach nur eine Masche rechts, eine Masche links. Erste Masche ist immer eine rechte Masche und hier diese Masche ist ja jetzt wieder die Masche mit dem Umschlag und die stricken wir zusammen links ab. Wieder eine Masche rechts und die Masche mit dem Umschlag links. Eine Masche rechts und die Masche mit dem Umschlag links. Und diese beiden Runden, wie gesagt, immer abwechselnd. Das Patentmuster ergibt sich dann in ein paar Runden, dann erkennt ihr das auch richtig. Also immer Runde Nummer 1 ist eine Masche rechts und eine Masche links mit Umschlag abheben und Runde 2 eine Masche rechts, eine Masche links. Und es strickt ja so lange hoch, wie eure Mütze werden soll. Ich werde das jetzt 22 cm von Bund an hochstricken. Wenn ihr die Mütze kleiner haben wollt, also noch für kleinere Kinder, würde ich so 17, 18 cm vielleicht empfehlen. Genau, noch größer vielleicht 23, 24 cm, aber diese 22 cm passt auch für Erwachsenengröße schon. Also mir passt die Mütze dann später auch, aber auch meiner Tochter von 6 Jahren. So, genau, das werde ich jetzt machen, immer diese zwei Runden und dann sehen wir uns wieder und dann zeige ich euch noch die Abnahmen. So, die Mütze ist jetzt 22 cm hochgestrickt, von hier unten angemessen. Es macht aber auch nichts, wenn es etwas weniger oder etwas mehr ist. Und jetzt machen wir noch die Abnahmen. Und jetzt seht ihr auch erstmal, wie schön sich hier dieses Muster entwickelt hat. Dieses Halbpatentmuster, im Englischen auch Fisherman's Rib genannt. Und wie schön dieser Glitzerfaden zum Vorschein kommt. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen in der Kamera, weil ich jetzt gerade die Lampe anhabe. Weil es jetzt draußen dunkel ist. Also es ist wirklich wunderschön mit diesem Glitzer. Und ja, ich bin mir ganz sicher, dass meine Tochter sich riesig darüber freuen wird. Aber die Mütze, ja, also passt sogar mir. Notfalls ziehe ich sie dann auf. Also die Abnahmen gehen jetzt auch ganz einfach. Und zwar werden wir jetzt immer eine linke und eine rechte Masche zusammenstricken rechts. Und genau, den Maschmarkierer lasse ich hier drin, dass ich weiß, dass mein Rundenende. Also jetzt immer die linke und die rechte Masche zusammenstricken rechts. Dafür gehe ich in beide Maschen rein und stricke diese als eine ab. Also wir halbieren sozusagen die Maschen. Von den 44 Maschen sind es dann nur noch 22. Und jetzt immer die linke und die rechte Masche rechts zusammenstricken. Wenn ihr da ein bisschen schwer reinkommt, könnt ihr auch erst hier so von oben rein und die beiden Maschen so ein bisschen weiten. Dann geht es oft etwas einfacher.
Und das mache ich jetzt komplett die Runde. Immer zwei Maschen rechts zusammenstricken. So, und wenn ihr dann wieder am runden Anfang angekommen seid, habt ihr jetzt ja nur noch 22 Maschen drauf. Und jetzt stricken wir einfach nochmal eine Runde glatt rechts drüber. Also nur rechte Maschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also ich stricke jetzt nur rechte Maschen, bis ich wieder am Anfang bin. So, ich bin jetzt hier wieder angekommen, ist ja gerade rausgefallen. Also jetzt könnt ihr den runden Anfang wegmachen, den Maschenmarkierer. Ich hatte jetzt noch einmal rundherum gestrickt. Und jetzt schneidet ihr den Faden ab. Großzügig. Und fädelt das Ganze auf eine Wollnadel. Und jetzt müsst ihr nur noch die Maschen hier, also die Nadel hier durchziehen. Achtet auch hier drauf, dass ihr immer beide Fäden erwischt. Nehmt da mal ein paar drauf und dann ziehe ich den Faden durch. Und das macht ihr mit allen Maschen, die hier noch auf der Nadel sind. Hier ist noch die letzte Masche. Und dann zieht ihr hier an dem Faden die Mütze zu. Ziehen. Und dann gehe ich hier immer noch mal in der Mitte durch, drehe die Mütze auf links. Also ich habe jetzt insgesamt etwas mehr wie ein Knäuel gebraucht, so eineinhalb Knäuel. Und ich habe jetzt auch noch so viel Wolle übrig, da könntet ihr natürlich auch noch einen Bommel machen. Und also ihr benötigt für die Mütze zwei Knäuel. So, hier nochmal zu und dann einfach hier das Ganze mit ein paar Stichen noch vernähen. So, und wenn ihr dann alles vernäht habt, hier unten den Faden habe ich auch noch vernäht, ist eure Glitzermütze fertig im Halbpatentmuster. So sieht das Ganze aus und die ist auch wirklich sehr flexibel, also passt sich gut dem Kopf an. Genau, und wenn ihr wollt, könnt ihr hier oben auch noch ein Pompon anbringen. Und so sieht die fertige Mütze aus, wenn ihr noch ein Pompom ran gemacht habt. Wie man hier so ein Pompom selber macht, da habe ich bereits ein Video gemacht, das verlinke ich euch unten. Wie gesagt, das müsst ihr nicht machen. Ich habe das jetzt für meine Tochter so gemacht. Und jetzt, so sieht die fertige Mütze aus. Mit dem Bommel. Genau, gibt es natürlich auch noch in anderen Farben wie in rosa und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, eure Maschenmarie.